Die ukrainische Gegenoffensive läuft. Die intensivsten Kämpfe finden aktuell im Oblast Saporischschja, im Westen des Oblast Donetsk und rund um Bachmut statt. Die russische Seite erleidet hohe Verluste. Die ukrainische Seite aber auch. Denn die russischen Kräfte sind vorbereitet. Im Süden der Ukraine gelingen ihnen oft relativ erfolgreiche Defensiveinsätze. Das vom Westen zur Verfügung gestellte Arsenal wird auf die Probe gestellt. 15% der Panzer, die die USA in die Ukraine geschickt haben, sind beschädigt, zerstört oder wurden zurückgelassen. Die Ukraine meldet geringe Geländegewinne, noch keinen großen Durchbruch. Was ist, wenn die ukrainische Gegenoffensive scheitert? Jetzt! Die Gegenoffensive wurde krass gehypt. Das ist der Wendepunkt. Die Ukraine fegt die russischen Truppen weg. Der ukrainische Präsident Selenskyj selbst hat ja in seiner Neujahrsansprache gesagt, 2023 wird das Jahr des Sieges. Und jetzt, 6 Monate später, rücken seine Truppen nur langsam vor. Und dann eben die Berichte von erfolgreichen russischen Defensiveinsätzen als Konter, von hohen Verlusten auf beiden Seiten bei heftigen Kämpfen in der Ukraine. Das ist die Einschätzung britischer Geheimdienste. Die tweetet das Verteidigungsministerium in London täglich. Und der Oryx-Blog zählt mit Hilfe von Fotos und Videos die Verluste der Ukraine bei der Gegenoffensive. 15% der von den USA gelieferten Panzer seien demnach in den letzten Tagen zerstört, beschädigt oder zurückgelassen worden. Wie viel kann die ukrainische Gegenoffensive wirklich erreichen? Also solche Offensiven sind ja nichts, was sich innerhalb weniger Tage oder vielleicht auch nur einiger Wochen häufig ausspielt, sondern das kann ja bis zu mehrere Monate dauern. Und das, was wir aktuell sehen, ist eher ein vielleicht Vortasten der ukrainischen Kräfte, schauen, wo die russische Verteidigung schwach, wo sie stark ist. Insgesamt zieht sich die Front auf einer Strecke von etwa 1000 Kilometern durch die Ukraine. Russland hält unterm Strich etwa 18% des ukrainischen Territoriums besetzt. Die Ukraine sagt, sie haben, Stand jetzt, im Süden 8 Ortschaften zurückerobert, 113 Quadratkilometer wieder unter ihre Kontrolle gebracht. Geringe Geländegewinne, aber kein Durchbruch. Eine Schwachstelle der Ukraine, die Luftverteidigung. In Kiew zum Beispiel ist die gut ausgebaut, an der Front weniger, was an der russischen Kriegsführung liegt. Russland greift ukrainische Städte mit Raketen und Drohnen an, wie zum Beispiel Kiew, aber auch Kryvyi Rih, eine Großstadt im Süden. Russland hat seine Versorgung mit Kamikaze-Drohnen aus dem Iran dafür sogar ausgebaut und will mit Hilfe Teherans sogar selbst welche produzieren. Das berichten britische Geheimdienste. Diese Strategie Russlands zwingt das ukrainische Militär dazu, Ressourcen für die Luftverteidigung von der Front abzuziehen, um Zivilisten in den Städten zu schützen. Das macht die Truppen aber eben selbst verletzlicher für russische Drohnen- und Kampfflugzeugangriffe. Man kann also sagen, dass der Terror sich für Russland bezahlt macht, weil dadurch Russland die Gelegenheit hat, mit Hubschraubern, mit Drohnen die ukrainischen Truppen an der Frontlinie anzugreifen. Das wird schrittweise besser, weil wir ja weiter Luftverteidigungssysteme liefern. Die werden aber erst produziert und kommen dann schrittweise in die Ukraine. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist das ganz eindeutig für die Ukraine ein großes Problem. Die Lösung dafür könnten F-16 Kampfjets sein. Bis die aber wirklich einsatzbereit sind, wird es noch dauern. Das und die Tatsache, dass Russland an manchen Frontabschnitten eben die Zeit genutzt und sich eingegraben hat, sorgen dafür, dass die Gegenoffensive nicht einfach über die russischen Truppen hinwegfegt. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass es so eine hohe Erwartungshaltung gab, so nach dem Motto, das macht jetzt einmal Bumm und dann fahren die mit den westlichen Schützen und Kampfpanzern da durch die russischen Linien und dann ist der Krieg vorbei. Wir müssen uns jetzt alle mit der Realität anfreunden und vielleicht schrittweise uns der Realität annähern, dass es eben lange dauert, dass es zäh ist und dass man über weite Strecken gar nicht beurteilen kann, wie es denn eigentlich steht. Militärökonom Markus Kolb, den hast du bei uns ja auch schon häufig gesehen, der hat gesagt, das ukrainische Militär verfolgt die Strategie der 1000 Bienenstiche. Das heißt, es greift an mehreren Achsen gleichzeitig an. Hinzu kommen Ablenkungsmanöver, die die russischen Reserven binden sollen. Meine Prognose ist, dass wir noch über einen längeren Zeitraum diese Art des Vorgehens sehen werden. Sehr methodisch, für unsere Begriffe langsam, damit die Verteidigungslinien schrittweise auseinandergenommen und geschwächt werden können. Und dann wird sehr viel Bewegung
in diesen Krieg kommen. Aber das wird noch eine Weile dauern. Also diese Vorstellung, es gibt jetzt einen zweiten D-Day, so wie damals der Beginn der Landung der Alliierten in der Normandie im Zweiten Weltkrieg. Oder die Vorstellung, es gibt jetzt einen großen Hauptangriff und dann ist rum. Weil dafür hat der Westen ja auch das ganze Kriegsgerät geschickt. Davon müssen wir uns wohl verabschieden. Das ist aus meiner Sicht sogar etwas anmaßend. Also wir liefern Schützenpanzer und Kampfpanzer, das ist toll. Ehrlicherweise liefern wir aber nicht besonders viel und das auch noch spät. Und dann erwarten wir, jetzt haben wir aber euch ein paar Panzer geliefert, jetzt müsst ihr aber bitte schön den Krieg gewinnen und schnell. Und ihr müsst auch noch so kämpfen, wie wir uns das vorstellen. Also ich glaube, da muss man etwas bescheidener und zurückhaltender herangehen. Und letztlich kann ja nur die ukrainische Militärführung die Entscheidungen treffen und beurteilen, was da zu tun ist. Was die Ukraine, was Selenskyj will, ist klar. Die Ukraine befreien, inklusive der Krim. Kann die Gegenoffensive dafür überhaupt der Startschuss sein? Der Anfang vom Ende? Der im Donbass eingesetzte ukrainische Oberstleutnant Serhii Ossatschuk warnt davor. Bis zum Kriegsende ist es noch ein langer Weg. Ich glaube aber eher, dass es darauf hinauslaufen wird, dass wir im Optimalszenario eine erfolgreiche ukrainische Offensive haben, die ukrainische Ausgangsposition für den weiteren Krieg verbessert, die vor allen Dingen auch dazu beiträgt, dass mehr ukrainisches Territorium befreit wird, dass mehr Menschen in der Ukraine vom russischen Besatzungsregime befreit werden. Also ich glaube, wir sollten da wirklich unsere Erwartungen etwas dämpfen. Wir wissen aus der bisherigen Forschung von internationalen Konflikten, dass Konflikte, die nicht sehr schnell beendet werden, und das war ja nicht der Fall in der Ukraine oder ist ja nicht der Fall in der Ukraine, dass diese Kriege dazu tendieren, sehr lange zu dauern. Und ich glaube, es ist zum einen eine falsche Interpretation, dass die bisher getätigten westlichen Lieferungen an schwerem Gerät und Munition so entscheidend sein würden, ein Gamechanger sein würden, dass die russische Seite unter dem Druck dieser Waffen nur noch kapitulieren kann. Und zum anderen, glaube ich, war es auch Wunschdenken. Man wünschte sich und wünscht sich noch von politischer Seite, dass die Ukraine rasch erfolgreich ist. Es ist diese Offensive der Ukraine ja auch eine Chance, aber eben auch ein Risiko. Womit wir bei der Frage wären, der Westen, der ist gehypt. Klar, Gegenoffensive, jo, das ist jetzt das Ding. Und wenn es auch etwas länger geht, am Ende wird das gut. Aber was denn, wenn nicht? Und damit meine ich nicht, was, wenn die Ukraine komplett aufgerieben wird und den Krieg verliert. Nein, was, wenn es einfach keine größeren Geländegewinne geben wird? Keine großartige Verschlechterung der Stellung, aber eben auch kein Durchbruch. Wenn das passierte, dann wird man nicht nur in Kiew Illusionen verlieren, dass man tatsächlich mit militärischer Unterstützung aus dem Westen die Kraft haben wird, die von Russland besetzten Gebiete wieder zurückzuerobern. Und man bekommt oder bekäme dadurch eben ein realistischeres Bild von dem, was militärisch möglich ist und was unmöglich ist. Und der Druck aus manchen westlichen Hauptstädten, ich nehme mal an aus Berlin, aus Washington und aus Paris, würde zunehmen, dass man doch eine Verhandlungslösung versucht, zumindest eine Verhandlung über eine Waffenruhe, um diesen Konflikt einzufrieren. Ich glaube nicht, dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass diese Gegenoffensive völlig scheitert. Für mich ist eher die Frage, wie viele Reserven hat die Ukraine noch, wenn dann ein Durchbruch gelungen ist, um diesen Durchbruch auszunutzen, auszubauen und dann tatsächlich Gebiete zu befreien. Und das ist eine offene Frage zum jetzigen Zeitpunkt. Sollte es wirklich so kommen, dass es keine größeren Geländegewinne geben wird, haben wir aus meiner Sicht das Risiko, dass man sich vielleicht in Europa im Westen fragt, wie sinnvoll die Unterstützung der Ukraine ist. Und das könnte eben Auswirkungen auch auf die weitere militärische und finanzielle Unterstützung haben, von der die Ukraine am Ende natürlich abhängt. Nicht nur die Zukunft der Ukraine hängt vom Verlauf der Gegenoffensive ab. Die Zukunft Russlands natürlich auch. Die Eliten, der Staatsapparat, Putin. Sie schauen ganz genau, was da jetzt passiert. Weil das Ziel am Ende ist, diese Offensive scheitern zu lassen, sie an der russischen Verteidigung scheitern zu lassen und damit am Ende vielleicht auch den ukrainischen Widerstand, vor allen Dingen aber die westliche Unterstützung für die Ukraine zu brechen oder zumindest abebben zu lassen. Denn das Kalkül, das man nach wie vor in Moskau hat, ist, dass der Westen dieses Maß an Unterstützung langfristig nicht durchhalten wird oder kann und man eben einfach abwarten muss. Und da schaut man natürlich insbesondere auf die Wahlen in den USA nächstes Jahr. Ein republikanischer US-Präsident könnte weniger Support für die Ukraine bedeuten als jetzt der demokratische US-Präsident Joe Biden. Das glaubt, hofft, vermutet die russische Führung eben. Also hat man, weil der Ausgang ist ja offen,
auch ein Stück weit Angst vor dem Verlauf der ukrainischen Gegenoffensive? Nun, an der Propagandafront ist es so, dass man in Russland nicht von einer ukrainischen Gegenoffensive spricht, sondern von einer NATO-Gegenoffensive, die eben ukrainische Soldaten einsetzen würde. Also man framet das, was jetzt passiert, entlang dem dominanten Narrativ der russischen Führung, nämlich dass der Westen gegen Russland Krieg führe, um Russland zu zerschlagen und die russische Lebensweise auszulöschen. So wird das propagandistisch verkauft und in den Staatsmedien jedenfalls gibt es keine realistische Einschätzung der Risiken und Gefahren einer ukrainischen Gegenoffensive. Und gerade dieses Gerede über das Einsetzen von Nuklearwaffen soll auch der eigenen russischen Bevölkerung signalisieren, wir können diesen Krieg gar nicht verlieren, denn am Ende haben wir immer noch unsere Nuklearwaffen. Bitte was? Ja, Sergei Karaganov, bekannter russischer Politikwissenschaftler und ein Berater Putins, hat den Atomschlag ins Gespräch gebracht. Wir müssen die Abschreckungsleiter so schnell wie möglich hochklettern. Wir haben lange genug abgewartet und verhandelt. Der Preis für ein Zögern wird ungleich höher sein, wenn wir jetzt nicht handeln, schreibt Karaganov in einem Aufsatz, und deshalb sei es notwendig, einen Atomkrieg ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Müssen wir solche Drohungen vor dem Hintergrund der Gegenoffensive jetzt ernst nehmen? Das ist ein großes Restrisiko, das meines Erachtens in den meisten westlichen Staaten nicht ausreichend politisch bearbeitet wird. Die Befürworter der ukrainischen Offensive sagen, nein, das sind nur Versuche der russischen Seite, Angst in den westlichen Bevölkerungen zu erzeugen. Das sei nur ein Bluff und man solle sich nicht selbst abschrecken lassen, also aus Angst vor einem Nuklearschlag die Unterstützung für die Ukraine aufgeben. Ich aber meine, es gibt dieses Restrisiko und angesichts der katastrophalen Konsequenzen eines Einsatzes von Nuklearwaffen sollte man es nicht darauf ankommen lassen, ob es sich bei der russischen Seite um einen Bluff handelt oder nicht. Die Risiken für strategische Atomschläge, und das ist ja das, was Karaganov da vorschlägt, halte ich für extrem gering. Diese Gefahr besteht nicht. Karaganov versucht eher die psychologische Kriegführung wieder ins Spiel zu bringen. Und diese Nukleardrohung ist ja immer das letzte Mittel Russlands. Wenn sie auf anderen Strecken keinen Erfolg mehr haben, dann versuchen sie allen Angst zu machen und versuchen uns glauben zu machen, sie seien verrückt genug, um Atomwaffen einzusetzen. Also ich glaube, da muss man die Nerven behalten. Aber wir haben doch jetzt auch schon seit 15 Monaten den Umgang mit diesen russischen Nukleardrohungen geübt. Da sollte man sich jetzt nicht aus dem Konzept bringen lassen. Du weißt jetzt hoffentlich, wie es um die ukrainische Gegenoffensive bestellt ist und was passiert, wenn sie erfolgreich ist und was, wenn nicht. Wie schätzt du die Aussichten ein? In einem Kommentar kannst du mich das gerne wissen lassen. Außerdem Like und Abo, das kennst du ja eh schon, denn BR24 ist richtig besser im Abo. Ob die Ukraine in die NATO muss, fragst du mich jetzt? Ja, da ist dieses Video hier das Richtige für dich. Merci und ich sehe dich gesund im nächsten Video.